Für ältere und kranke Menschen stellen Stürze ein hohes Risiko dar. Sie gehen häufig mit schwerwiegenden Einschnitten in die bisherige Lebensführung einher. Das reicht von Einschränkungen im Bewegungsradius über Wunden und Frakturen bis hin zu verlorenem Vertrauen in die eigene Mobilität. Menschen, die schon einmal gestürzt sind, leiden oft unter Angst vor erneuten Stürzen, aber auch Menschen, die bisher noch nicht gestürzt sind, kennen diese Angst, was in Kombination mit Alter und Aktivitätseinschränkungen meist zu einem Verhalten führt, welches weitere Stürze begünstigt. Sturzursachen sind beispielsweise Probleme mit der Körperbalance und dem Gleichgewicht, Gangveränderungen und eingeschränkte Bewegungsfähigkeit, Erkrankungen, die mit veränderter Mobilität, Motorik und Sensibilität einhergehen, wie beispielsweise Schlaganfälle, Parkinson'sche Krankheit und Polyneuropathien. Jeder kann etwas tun. Schon zweimal in der Woche für eine halbe Stunde ein Muskel- und Balancetraining durchführen, um seinen Körper im Gehen und Stehen gut im Gleichgewicht halten zu können, kann das Sturzrisiko um 120% senken. Besonders für ältere Menschen gilt also bewegen, bewegen, bewegen. Richtiges und sicheres Gehen und Stehen lässt sich anhand der Bewegungsfolgen im Tai Chi hervorragend erlernen und trainieren. Tai Chi als Fitness- und Gesundheitssport fördert hier wie kaum eine andere Sportart auf schonende Art Gleichgewicht, Koordination und Muskelaufbau, ohne zu überfordern. Achten Sie bei Ihrer Lehrersuche jedoch auf Qualität. Ein Garant für Qualität und wissenschaftliches Hintergrundwissen bieten hier zertifizierte Lehrkräfte mit Krankenkassenanerkennung. Musik